Ich hoffe, Rose kommt bald zurück. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Nicht jetzt, Luther. Ich verstehe, dass du wütend bist. Wir wollen keine Probleme machen, wir wollen nur über die Grenze. Die Polizei? Ist das die Polizei? Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen Luther, aufmachen. Nimm Alice und versteckt euch. In der Waschküche. Ich wusste, dass das passiert. Komm, Alice. Ich wusste es. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Nein. Nein, nur wir. Haben Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden.
Was ist mit dem blauen Blut? Ich dachte, Sie haben keinen Androiden. Ich habe keine Ahnung, was das da macht. Wie heißt du, Junge? Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er macht sich nur Sorgen wegen dieser Abweichler. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich hab nichts gesehen. Ah, ich sollte lieber los. Nur keine Umstände. Schönen Abend noch. Ist noch jemand im Haus? Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Zur Seite, Ma'am. Oh, Scheiße. Keine Bewegung. Da rein, zu denen. Nein, los da! Er ist tot. Du hast ihn umgebracht. Los da! Ihr müsst die Reise ohne mich zu Ende bringen. Ich war nur eine Maschine. Durch dich bekam ich eine Familie. Lunzer, nein! Ich kann's nicht glauben. Das ist ein Albtraum. Ein verdammter Albtraum! Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht.